Hallo Welt, da sind wir wieder und wir dürfen nochmal. Curry, du kennst den Weg. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu... Nein, geh du diesmal vor, ja? Ja. Immer mit der Ruhe. Macht's noch Spaß? Okay, liebe Welt da draußen, wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, wenn das die erste... Ich habe Dr. Van Tudels Rezept für verbesserte Stimpacks noch nicht ganz gemeistert, aber ich arbeite daran. Wenn das die erste Folge sein sollte, die ihr seht hier auf unserem Kanal, schaut euch die letzte Folge an, den Schluss. Wir haben einen unmöglichen Ort entdeckt. Und darum dürfen wir nochmal. Oh, guck mal. Eine Voltec Lunchbox, wie schön. Ha, 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 ha. Oh. Jemand ist ganz entdeckt. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Oh yeah, des Wächters Schlagring. Du nimmst 15% weniger Schaden, wenn du stehst und dich nicht bewegst. Aktuelle Mods, keine Verbesserung. Schaden 27, ballistischer Schaden. Geschwindigkeit, Mittelgewicht 0,5, Wert 50. Das nehmen wir mit. Und die Kronkorken auch. Ja, wir müssen ja auch immer ausgerechnet in die engsten Ecken gehen. Kein Wunder, dass uns andauernd so etwas passiert. Andauernd? Das war jetzt in der letzten Folge mal eine Seltenheit. Dafür wissen wir jetzt aber, wie es weitergeht und das ist überhaupt nicht gruselig. Ja, da gehen wir immer noch nicht schwimmen, Curie. Keine Angst. Oh, das war ja ein Ding. Ich weiß genau, was gleich passiert, wenn wir an der Stelle wieder sein sollten. Oh, ein Flugzeug, was da wohl drin ist? Wie war denn das hier? Wir müssen... Ach, da war der Aufzug. Ja, komm, wir holen ihn jetzt schon mal runter. Vorsicht, Curie, nicht so nah dran gehen. Komm, zurück. Nukleares Material, okay. Ja, da lief das nicht ganz so rund in der letzten Folge. Im Flugzeug hatten wir unseren Spaß. Deswegen dürfen wir nochmal, deswegen ist das hier nicht wirklich blind, was wir machen. Superkleber. So repariert man doch keinen Monitor. So macht man ihn kaputt. Hi, du kennst mich schon, oder? Hi. Nenne den Grund für deine Anwesenheit. Du wandelst auf Atoms geheiligtem Boden. Wir sind auch ein Kind von Atom. Ich will nur die Atombomben. Ich suche nach Bombenatom. Keine Sorge, Bruder. Ich bin auch ein Kind von Atom. Ich gehöre einer Kirche im Norden an, dem Nukleus, nahe der Stadt Far Harbor. Far Harbor? Du hast Atoms heiligen Schleier gesehen. Aber du bist so weit gereist. Entschuldige bitte, Ich werde dich nicht daran hindern, deine Pilgerreise zu beenden. Nimm das und mach dich bereit, sein Heiligtum zu betreten. Folge dem Leuchten, es wird dich zu den Reliquien führen. Möge Atoms Glanz deine Seele wärmen.
Mhm. Ah, wir haben von ihm das Kennwort, ja. Okay, das nehmen wir mit. Müssen es aber nicht hören, denn wir haben das in der letzten Folge schon gehört. Oh nein, unsere Lieblingshaarklammer. Oh, Moment. Wir haben noch eine. Oh, okay. Mach das auf. Nein, die vorletzte. Okay, eine haben wir noch. Das ist unsere letzte Lieblingshaarklammer. Vorletzte. Das wär's. Ah, ja, sowas alles brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und Stimpaks nehmen wir auch mit. Ey, Moment mal genau. Wir waren doch hier schlafen. Warum hatten wir denn so einen komischen Ladepunkt? Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Curry. Ah, das. Hunger? Hey, lass uns was übrig. Cool, wo hast du das her auf einmal? Hey, hast du für uns auch sowas? Nicht? Lass dich nicht stören. Wir machen mal die Tür auf. Haben wir vergessen, dort zu schlafen? Das will ich jetzt aber gleich mal wissen. Kann das sein, dass das überhaupt gar keine Speicherpunkte sind? Tür, Fernsteuerung, ja. Öffne. Sesam, öffne dich. So, jetzt aber. Kryogranate? Na, egal. So, ein Stündchen. Schlafen. Automatisch speichern, steht da. Diesmal hat's geklappt. Warum? Beim letzten Mal sind wir hier rausgekommen. Warum? Jetzt gibt es den auch vom letzten Mal, den Speicherpunkt, komischerweise. Das ist ja eigenartig. Okay. Aber vielleicht habe ich das auch einfach übersehen. Müsste ich mir nochmal angucken in der letzten Folge. Das möchte ich ja jetzt wissen. Ich meine, da war kein anderer Speicherpunkt. Das Einzige, was wählbar war, auswählbar, das war der weit, weit hinten, wie ihr gesehen habt. Aktivieren nicht vergessen. Die Strahlung um jeden Preis meiden. Sie könnte irreparablen Schaden anrichten. Richtig, und deswegen hauen wir jetzt auch ab hier. Aber wir gehen vorher nochmal. Nee, dann haben wir drei. Nee, wir brauchen nicht nochmal zu schlafen. Wir werden ja nicht sterben. Nur vielleicht wieder irgendwo in einem Flugzeug rumhängen. Ehrlich, Curry? Ehrlich? Ist das dein Ernst? Hör auf! Klebeband-Ghoul. Nein, Curry! Wir zerquetschen dich weg da! Oh nein! Diesmal fährst du lieber mit uns mit. Okay. Jetzt redet sie nicht mehr mit uns, aber nachher freut sie sich wieder, wenn wir raus sind. Eine Tür, wo die wohl hinführt? Komm, Curry. Alles strahlt. Und wir sind auch gut gelaunt. Okay. Curry, da ist eine Treppe, aber wir springen, wagemutig wie wir sind. So, jetzt keine Ablenkungen durch Flugzeug, Wracks oder was auch immer. Oh, ein Flugzeug, was da wohl drin ist. Hey Curry, wehe, du schubst mich. Ich gehe da nicht rein. Geh du mal da rein, ja? Möchte ich mal sehen. Wie du da wieder rauskommst. Wie du da rauskommst? Du bist ja rausgekommen. Ob das geht, wenn wir von dieser Seite reingehen? Aber warum sollten wir da rein wollen? Wir wissen doch, dass wir da nie wieder rauskommen. Liebe Welt da draußen. Wenn ihr hier mal sein solltet, geht nicht dort rein. Das ist eine Falle.
Die könnten mal ein bisschen mehr Licht machen und so. Es ist etwas in der Nähe. Identität unbekannt. Uah. Essen. Boah, ich gehe hier nirgendwo mehr rein. Aber das will ja auch keiner. Och, eigentlich haben sie das doch ganz schön gemacht hier. Das sieht jetzt nur nicht so schön aus, weil wir auch zudem noch in einen Strahlensturm geraten sind. Ist das etwa das, von dem ich glaube, dass es das ist? Ist das die Pritwin? Dann ist das ja gar nicht so weit. Ein Flugzeug. Ich kann nicht widerstehen. Ich muss einfach gucken, was da wohl drin ist. Hey, wir haben die Kugel. Ein Flugschreiber. Den nehmen wir mit. Letzte Übertragung von Moment. Skyline-Flug. Daten. Nein. Diverses. Oh. Kein Flugschreiber hier. Letzte Übertragung von Skylanes Flug 1665. Nähern uns Boston von Westen. Haben hier schwere Böen, sollte aber kein Problem sein. Fliegen Landebahn 2 an. Kurs. Was zum Teufel ist das? Ein helles Licht im Norden! Okay. Ein helles Licht im Norden, konnte er noch sagen. Ist da kein Comic oder sowas für uns versteckt? Hier haben die doch meistens. Damit sie ein bisschen was zu lesen haben unterwegs. Hier ist gar nichts sonst. Moment. Aha, der Ausstieg. Wo sind die ganzen Piloten und Passagiere hin? Die wurden vielleicht verschleppt, Curry. Ja, wir hauen lieber ab, sonst passiert uns das Gleiche. Hier ist irgendwo Elektrizität. Die hatten sogar Sitze in den Flügeln. Krass. Was für Monster. Monsterflugzeuge. Wie viele Passagiere da wohl reingepasst haben? Hunderte, Tausende, naja, Tausende wohl nicht, aber... Sky... oder Skylanes eher, meine ich. Eine Kiste. Deckel des Stromkreisunterbrechers. Boah. So viel Munition hatten die hier drin. Ah. Vielleicht ein Passagier, der das mitgebracht hat. Die machen das vielleicht manchmal. Leuchtender Pilz und Stromkreisunterbrecher. Licht an. Cool. Schmalzlockenperücke. Curry, ich habe mal eben das Licht eingeschaltet. Wir gucken mal, wie das blinkt so. Hey, komm da raus. Oh nein. Okay, guter Hinweis, da kommen wir nicht raus. Danke, Curry. Das erscheint jetzt dadurch nicht weniger gruselig. Die Passagiere sind immer noch verschollen. Moment mal.
Es ist ja nebelig, aber sollten wir nicht letztens in diese Richtung da? Nein, nein, wohl doch nicht. Da müssen wir doch unbedingt was tun gegen diese Strahlung. Nicht, dass die uns da noch mal zum Flugzeug hinschicken und sagen, hol uns mal die Sachen, dann haben wir sie schon. Wenn jetzt auf einmal eine Todeskralle aufkreuzt. Curry, bist du noch hinter uns? Ja. Wir müssen langsamer. Curry kommt nicht mit. Abgesehen von der Strahlung war das doch jetzt gar nicht so übel da. Ah. Ich glaube, wir sind raus. Oh, noch nicht ganz. Ja, von wegen, das ist nicht so weit. Wir können aber ganz schön weit gucken. Dass wir vom leuchtenden Meer aus die Prytwyn gesehen haben, das finde ich gut. Das ist schön. Sicherheit. Schlafen. Redhirsche? Hier? In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich. Tut mir leid, am nächsten Morgen kannst du uns das erzählen, ja? Wir schlafen jetzt erstmal 20 Stunden mit Curry. Das haben wir uns verdient. Und wir sind am Ende der Folge. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nicht gut. Müssen wir wirklich aufstehen?